Hallo zusammen, das Turnier-Highlight des vergangenen Jahres, das Skatinsel und Euroskat Rocket, fand am letzten Wochenende seinen krönenden Abschluss in Form des großen Finales. 111 Teilnehmer, 5 Serien Skat und über 100.000 Euro im Jackpot, von denen der Sieger alleine mehr als 13.000 Euro mit nach Hause nehmen durfte. Also, es ging um ein bisschen was. Es hatte sich schon so eine freudige Erwartung in den letzten Tagen breit gemacht, auch natürlich eine gewisse Anspannung. Und ich war mitten im Mang dabei und hatte natürlich auch vor, mir meinen Teil vom Kuchen abzuholen. Ja, und ob mir das gelungen ist, das verrate ich euch jetzt. Ich habe natürlich wieder die Serien aufgenommen und wir starten direkt rein. Sonntag, 18 Uhr, das Turnier beginnt und so geht's los. Wir spielen also 5 Serien A24 Spiele, insgesamt 120 Spiele. Und die Mitspieler sind maskiert, also nicht zu sehen, wer hier die Gegner sind. Das muss man selber dann so ein bisschen rausfinden, was die Jungs drauf haben. So, erstes Spiel. Hinterhand kommt ran, tauft Kreuz. Ich habe nur einen Trumpf dagegen und tue mich hier gleich ein bisschen mit dem Ausspiel schwer. Karo mag ich nicht anfassen, die Farbe ist einfach zu lang. Zu groß die Gefahr, dass mein Partner gar kein Karo hat und das nur dem Alleinspieler hilft. Herz an sich ähnlich. Ass, König, Dame, da kannst du im Zweifel auch mal drei Stiche machen gegen eine bestellte 10. Möchte ich auch nicht anfassen und deswegen letztlich, wenn ich auf den etwas pfiffigen Pik-Buben-Zug verzichte und den wollte ich hier im ersten Spiel auch noch nicht bringen, habe ich mich mit der Pik-Dame dann doch für die kürzeste Farbe, aber wenn man so will, für das kleinste Übel entschieden. Denn auch das kann natürlich nach hinten losgehen, wenn der Alleinspieler da irgendwie mit dem Ass schnippeln kann. Aber zum Glück das Ass erstmal bei meinem Partner, 14 Augen heimgebracht, ja, und dann die Ernüchterung hier im zweiten Stich. Kreuz Lusche sticht mir die Pik 10 ab. Ja, Pik 10 im ersten, scharf raus, das wäre es gewesen, das wäre der Zauberzug gewesen. Aber den spielst du jetzt natürlich nicht regelmäßig in so einem Turnier. Ich komme mit Pik Bube wieder ans Spiel, 27 Augen, und muss mich jetzt erneut entscheiden. Vermute inzwischen, ja, dass wir überhaupt nur eine Chance haben, wenn es so ein Sechstrümpfer ist, wo vier Trumpf dagegen stehen. Und wenn der eine blanke Piklusche hat, dann hat er wahrscheinlich noch einen Drilling und da habe ich mich jetzt festgelegt, das sollte idealerweise Karo sein. Und selbst wenn er in der Herz 10 zu dritt steht, dann kann mein Partner dann auf zwei Herzstiche später noch schmieren. Aber mit der Herz Dame tatsächlich die Stechfarbe gefunden und damit natürlich die Karte durchleuchtet. Wenn jetzt mein Partner wirklich insgesamt vier Trumpf dagegen hat, dann ist er automatisch auch Karo frei und das heißt jetzt aus allen Rohren feuern und leider hier die Wimmelfinte vom Alleinspieler, der hat den Kreuz und den Herzbuben. Das heißt, die Trumpfverteilung ist zwar ungünstig für ihn und auch die Karoverteilung, aber dafür stand der Pik Bube blank und das hat ihm so ein bisschen geholfen. Wenn wir jetzt noch gewinnen wollen, dann darf die Herz 10 nicht gedrückt sein und der Alleinspieler kann dann noch einen Fehler machen, weil er nicht weiß, wo die Herz 10 ist. Wenn er jetzt sticht, dann kann mein Karo-Damen-Stich hier die Herz 10 festhalten. So, jetzt gab es ja auch noch einen kleinen Ruckler. Schnell mal wieder einmal zurück in die Lobby und an den Tisch und meinen Karo-Stich festhalten. Na, na, na. Nee, Herz 10 tatsächlich gedrückt und damit mit 65 Augen gewonnen. In der nachträglichen Analyse stellt sich raus, tatsächlich wäre wirklich nur die Pik 10 im Aufschlag eine Siegidee gewesen. Alles andere konnte nicht mehr funktionieren. Ja, das zweite Spiel sieht jetzt erstmal nicht so pralle aus, ne? Auch wenig Hoffnung an sich erstmal im Gegenspiel. Da ist einfach alles gleichmäßig verteilt und nicht viel Augen da. Also Zeit, sich erstmal so ein bisschen zurückzulehnen, in aller Ruhe hier mal im Turnier anzukommen. Wie gesagt, es ging um ein bisschen mehr und dann geht natürlich die Anspannung auch nicht komplett spurlos an mir vorbei. Und ja, was man sich wünscht, so im Einstieg, dass da auch mal ein paar gute Karten kommen, leichte Entscheidungen, dass es nicht gleich am Anfang so richtig knifflig und brutal wird. Das bleibt ja über 120 Spiele irgendwann sowieso nicht aus. Aber um erstmal so ein bisschen hier, wie gesagt, anzukommen und sich wohlzufühlen im Turnier, da hilft es, wenn am Anfang eine stabile Karte mal um die Ecke kommt. Gut, aber du musst nehmen, wie es kommt, sowieso. Hier entwickelt sich das Spiel durchaus ein bisschen ungewöhnlich. Also Abwurf erst Herz Lusche, dann Herz Dame. Herz 10 war mir schon klar, dass das direkt zu wimmeln zu früh gewesen wäre. Und ja, dafür, dass meine Karte so schlapp aussah, wurde jetzt hier noch ganz schön viel Gehirnschmalz investiert, ganz schön viel Bedenkzeit verbraucht.
Letztlich konnten wir hier nichts machen. Herz Ass statt Karo Ass von meinem Partner wäre eine Möglichkeit gewesen. Dann hätte ich danach auf dem Herz König noch einen schönen Überstich gehabt und eine Trumpfvolle mitgenommen, aber letztlich hätte es auch nur für 57 gereicht. Also auch in diesem Spiel nichts los. So, drittes Spiel, und da ist doch die Karte, von der ich sprach. Eine schöne, stabile Ausgangskarte. Sechs Trümpfe mit dem alten und Trumpf Ass 10. Ass an der Seite, eine 10 zu quetschen. Logisch reiz ich los. Findung bescheiden, ne? Beschieden kann man nicht anders sagen. Pik Dame, eine kleine Verstärkung, aber jetzt auch wieder nicht die Welt. Spiel ist aber stark genug für so eine Standarddrückung. 10 Augen in den Keller. Und los geht's. Gut, das ist alles Standard. Natürlich stechen, 25, kleinen Trumpf raus. Ja, und jetzt kommt die Karo Dame. Unangenehme Karte, logisch ist der siebte Karo. Habt ihr gesehen, ging schnell, was ich gemacht habe. Also den kannst du an sich nicht mit der 10 stechen. Gefahr zu groß, dass der Überstich ist. Die 7 wäre eher wieder zu wenig. Also ich glaube, der König ist hier die zwingende Karte. Und jetzt, ja, wenn der 2 Trümpfer übersticht, dann kann es auch schon wieder unangenehm werden, weil du ein bisschen kurz kommst und diesen einen Pikstich nicht etablieren kannst. Aber letztlich, dass jetzt nicht übergestochen wird, das sieht auch komisch aus. Das sieht irgendwie verdächtig aus. Denn wenn da ein Trumpf steht, dann hätte der sicher übergestochen. Wenn da noch zwei Trümpfe stehen, würde ich es auch eher vermuten. Also fast beschleicht mich hier schon so ein bisschen die Ahnung, dass Trumpf zu dritt stehen könnte. Ja, ich habe trotzdem kurz mit der Trumpf-Lusche geliebäugelt, wie ihr seht, mich dann aber für den Unterzug in Pik entschieden, damit auf die Pik 10 erstmal nicht geschmiert werden kann, dass die nach dem Abwurf der Pik-Lusche blank steht. Damit habe ich auf keinen Fall gerechnet. Jetzt kommt zum Glück Stechfarbe, Trumpfvollen heimbringen. Und auch jetzt muss ich mich wieder entscheiden. Ne? Stelle ich Trumpf auf 2-1, ist Kreuz Bube natürlich eine gute Karte, dann gebe ich danach nur noch einen Stich ab. Aber ich hatte eben diesen Riecher, Trumpf steht jetzt zu dritt. Das kam mir so vor, dagegen wollte ich mich verteidigen. Also jetzt Pik Ass ins Rennen geschickt. Tatsächlich Herz Bube sticht. Das ist jetzt nicht die Überraschung. Aber jetzt bekomme ich natürlich die Herz Lusche zum Stechen angeboten und hinten muss schon ein Bild fallen. Und danach kann ich dann endlich mit dem Kreuz Buben antanzen. Und wenn jetzt die Trümpfe 1-1 stehen, dann habe ich Rest. Und wenn nicht, dann sind nur noch zwei volle unterwegs, Herz Ass und 10. Und einen davon kriege ich also zwingend. Und das reicht mir genau auf 61. Und es stehen die vier Trümpfe. Spieler 1, habt ihr gesehen, der hat vier Trumpf dagegen, nur einen Pik. Also die Karte stand gleich richtig giftig und ich habe ihn sehr glücklich getroffen. Wenn etwa nach Pik Dame, Pik 10 der Rückschub in Pik kommt, dann bin ich übrigens wehrlos. Also nur durch diese Möglichkeit, meine Trumpf 10 da zu verstechen und einen Trumpf kürzer zu werden, konnte ich jetzt das Spiel gewinnen. Sonst gehen beide Herzvollen auf die Trumpfstiche von Spieler 1 nach Hause. Pik König wäre auch weg gewesen. Also richtig Glück gehabt. Spiel sah stark aus, aber gleich merkst du wieder, was du hier für ein Spiel zelebrierst. Es ist Skat und da gibt es einfach nichts geschenkt. Also einmal durchatmen und jetzt zum Pik von Spieler 1 erstmal blank aufgeschlagen. Hat hier geklappt, Herz 10 gestochen und jetzt suche ich natürlich die Übergabe zu meinem Partner. In meiner kurzen Farbe. Kreuz habe ich ja das Ass selber, da klappt das eher oder ist es weniger wahrscheinlich, dass es klappt und in Karo hat es hingehauen. So habe ich es mir natürlich gewünscht. Ja, und das ist natürlich ganz leicht. Kreuz Ass und schon ist der Sack zu. In vier Stichen hier schon zum Sieg und den Pik Buben mache ich natürlich auch noch. Also das Spiel war eine Ecke zu dünn, so der Klassiker. Drei Buben, sechs Trümpfe, aber kein Ass dabei, nur eine 10 zu dritt. Und wenn die dann abgemeldet wird schon im zweiten Stich, dann hast du einfach wenig Chancen, dich zu wehren. Also da hat es das erste Mal geklingelt. Ja, dazu sage ich mit Sicherheit auch nichts. Das sollen die beiden anderen da mal unter sich abmachen. Immerhin zwei Reizungen unterwegs. Das könnte ja auf eine gleichmäßige Verteilung schließen lassen, aber weit gefehlt. Granghandschneider angesagt von Spieler 1. Ja, und da bin ich mal gespannt, ob wir unseren Einstich machen. Nee, guckt euch das mal an. Grand Ouvert wäre es gewesen in Vorhand. In Mittelhand hätte er auch geklappt, aber das Risiko wollte Spieler 1 natürlich zu Recht nicht eingehen. Sonst sitzt nachher der Herzbube doch mal bei mir und wir bekommen unseren Stich. Also Granghandschneider angesagt, schwarz gespielt. Das ist natürlich ein schönes, nettes Willkommenspaket. Das ist genau eins von diesen Spielen, von denen ich eben sprach. Die machen Laune am Anfang von so einer Serie.
um erstmal hier mit einem guten Gefühl in das Turnier reinzugehen. Ja, habt ihr eben gesehen, euch vielleicht ein bisschen gewundert. Ich wundere mich jetzt auch. Ich gehe natürlich hier etwas vorsichtiger an die Sache ran. Das Turnier läuft zu lange und da war mir dieses Blatt jetzt offenbar nicht mal 18 wert, also grenzwertig. Man kann auch 18 sicher mal testen. Aber ihr seht es ja, zwei Reizungen bis 30, also es gab sowieso mehr Interessenten. Und jetzt bin ich natürlich mal gespannt bei diesem Kreuz, denn meine Beikarte ist stark, Herz Ass und Karo Ass 10, sowie mein Partner, der offenbar die beiden alten Buben hat, und wenn der 30 gereizt hat, dann muss der ja auch noch ein bisschen was mitbringen. Also, kann natürlich ein starker 7-Trümpfer sein, wo Trumpf 2-2 steht, aber wenn das nicht der Fall ist, dann braucht er natürlich noch ein bisschen was in der Beikarte, um dieses Spiel zu gewinnen. So, Herz kommt raus, wie gereizt. Ja, und da brauche ich auch gar nicht lange überlegen. Niemals auf den Partner schneiden, schon gar nicht jetzt am Anfang des Spiels, wenn noch alles unklar ist. Das ist so die eine Regel, die wirklich sehr, sehr häufig gilt, ne? Und vor allen Dingen jetzt auch noch mit der Reizung. Unwahrscheinlich, dass der Spieler jetzt Herz ein zweites Mal in der Hand hat. So, und jetzt kommt es drauf an. Jawohl, mein Partner kann noch einmal tauchen. Es sind also nur sechs Trümpfe und es war ein Herz dabei. Oh, und jetzt kommt Pik Ass. Das sehe ich ehrlich gesagt nicht so gerne. Frage mich, ob Spieler 3 da alles richtig gemacht hat, denn der Spieler kann ja an sich nur Pik in der Flosse haben, ne? Also hat er ihm da jetzt alles hochgespielt. Jetzt kommt der Zwischenzug mit Herz. Ja, und da ist wieder alles klar. Ein durchschaubarer Bluff hier, ne? Pik König 10 kann der Spieler 1 nicht haben. Er wird ja jetzt keine Stehkarte abschmeißen, wenn er schon Rest hat. Also ist der König natürlich ein Bluff und mein Partner hat noch die Pik 10 und der hat jetzt den Zwischenzug mit der Herz-Lusche gemacht. Also ein bisschen zu durchschaubar, ne? Kann man so spielen, Spieler 1, aber dass dieser Trick funktioniert, das wirst du auch nicht so oft erleben. Also, da hat es das zweite Mal geklingelt. 49 Augen, völlig chancenlos, obwohl Trumpf 3 zu 2 stand. Da muss man sich schon fragen, ob das so eine gute Idee war, dieses Spiel bis 30 zu reizen, ohne ein einziges Seitenass. Gut, aber was soll's, sagt Spieler 1, nehme ich halt wieder einen Grand Hand hinterher. Ja, den seinen gibt es der Herr im Schlafe oder wo auch immer. So, Herz hat er nicht, Pik Dame, mein Partner sicher auch noch einen Pikstich. Karo König kann hier auch wieder der Bluff sein, ne? Haben wir eben schon gesehen mit dem Bild, deswegen kommt die Karo 10 gleich hinterher. Aber in dem Fall war es kein Bluff. Und das ist auch interessant, ne? Also, er hat ein blankes Karo-Bild, er hat die bestellte Pik 10, also ein bisschen Stärke muss jetzt an sich auch noch kommen, ne? Damit das ein Grand Hand als Grand Hand durchgeht. Na, da haben wir es. Vier Buben, Kreuz Ass 10 und den Pik König noch. Okay, das geht so gerade durch. Ja. Ich hoffe mal, das Bungee-Jumping von Spieler 1 hat irgendwann ein Ende. Ein bisschen mitspielen wollen wir ja bei Gelegenheit auch. So, und hier mit drei Buben, 18 biete ich natürlich, aber das sind so diese 18. Ja, wenn du sie bekommst, dann musst du halt schauen. Und wenn sie gehalten werden, dann weinst du so einer Karte an sich keine Träne nach, denn ja, sie ist einfach nicht viel wert. Es muss da auch eine Verstärkung drin liegen und dann soll eben Spieler 3 mal vorturnen, was er da zu bieten hat. Karo ist Trumpf, okay, 5 dagegen schon mal. Und mein Partner haut auch noch sofort ein Ass auf den Tisch. Ja gut, erstmal ein bisschen Bedenken hast du natürlich, aber letztlich, der wird entweder viele volle haben, hoffentlich, oder eine kurze Farbe. Also direkt das Bild rein, beim ersten Mal ist die Chance am größten. Tja, mit Rosinen gehandelt. Trumpf Ass verhackt, das siehst du natürlich nicht gerne, wenn du auf den ganzen Trümpfen stehst, dass dein Partner so ein bisschen leichtsinnig mit den Vollen umgeht. Gut, jetzt spielt sich der Spieler mit dem Kreuz-Buben-Zug ein bisschen von den Füßen. Damit hat er es mir natürlich leicht gemacht. Warum hat er das gemacht? Aha, Viererlänge Pik in der Beikarte. Er wollte natürlich nicht unbedingt gegen fünf Trümpfe antreten, das ist klar. Mein Partner wirft schon Kreuz-König ab, also jetzt steche ich natürlich, ziehe die beiden Trümpfe und versuche dann meinen Partner ein Herz wieder anzuspielen. Das sollte doch dann für uns reichen. Oh, und warum haut mein Partner jetzt Herz 10 rein? Ist eine Stehkarte. Aha, weil er Kreuz Ass auch noch hat. Kreuz Ass fehlte also dem Alleinspieler und der schmeißt jetzt die Karten in die Tischmitte, kriegt nichts mehr. 38 Augen, ja. An sich gar nicht ein so schlechtes Spiel notwendigerweise, wenn dann da eben nicht die fünf Trümpfe dagegen stehen. Ja, Spiel 9 und ich muss mich noch ein bisschen begnügen.
in der Rolle des Gegenspielers üben. Und in diesem Fall, naja, da hat man an sich wieder nicht besonders viel Hoffnung. Trümpfe schon mal nur zu dritt, kein volles. Ja, vielleicht hat mein Partner Herz Ass blank aufgeschlagen und sucht jetzt irgendwelche Abwürfe oder Überstiche. Ich versuch's nochmal, aber nein, da ist auch noch die Trumpf, die Herz 10 weggeflogen. Okay, zumindest kann ich jetzt einmal hier mit der Herz 8, ja, gefühlt so ein bisschen Druck machen, aber es kommt auch keine Schmierung. Warum kommt keine Schmierung? Da seht ihr es, weil der Alleinspieler alles selber in der Hand hat. Also, das war mal ein Spiel der Kategorie, ganz einfach wieder den Ausgleich geschossen. Und damit hat Spieler 1 jetzt auch sein, nee, Spieler 3 auch seine erste Hausnummer stehen. Ja, und jetzt Spiel 10. Ich habe noch so überlegt, ja, für Passe muss ich es doch einfach nehmen, ne? Wirklich eine große Chance, dass ich hier den fünften Trumpf in Pik finde. Bube oder ein voller oder zwei volle, irgendwas wird schon drin liegen, wenn beide passen. Auch natürlich der sechste Trumpf Karo denkbar. Also für Passe gehe ich in das Blatt rein. Und da liegt auch das Pik Ass, wie vermutet, wie erhofft. Das ist der fünfte Trumpf und damit habe ich ein relativ einfaches Spiel. Na, vier Stiche in der Abgabe, sofern nichts Ungewöhnliches passiert. Sprich, Trumpf nicht zu fünft oder irgendein Abstich oder Überstich. Alles aber erstmal ohne Reizung nicht anzunehmen. Na? Kann man einmal erstmal Trumpf von unten spielen, dann hier die Lusche irgendwie loswerden, wenn man nicht gerade eingespielt wird. Auf 25. Jetzt alles stechen, was kommt. Einmal Trumpf von oben und wenn Trumpf 1-1 fällt, bup, bup, jawohl, dann ist das Spiel gewonnen. Denn jetzt natürlich nicht mehr Trumpf fortsetzen. Es fehlen noch zwei Trümpfe, die könnten in einer Hand stehen, sondern über diese stabile Beikarte können die Gegner noch zweimal stechen. Aber das wird ihnen nicht reichen. Denn hier kommt der erste Abstich auf 40 Augen. Jetzt kann gleich Karo König noch mit einer Schmierung verhaftet werden. Das sieht dann im Prinzip knapp aus, aber gegen diese Verteilung, gegen diese Normalverteilung ist das Spiel halt immer gewonnen. Und ja, interessant, es ist letztlich genau die gleiche Verteilung, die Spieler 3 vor zwei Spielen verloren hat, ne? Es ist auch der Fünftrümpfer mit dem alten, ohne den drei Unterbauern. Es ist diese eine Vierer Stärke in der Beikarte und eine blanke Lusche. Ja, und mein Glück eben oder sein Unglück, dass bei ihm die fünf Trümpfe dagegen standen. Wenn das hier auch der Fall gewesen wäre, wäre mir das Ding genauso geplatzt. So aber ein knapper, aber trotzdem nicht so schwer zu erzielender Sieg. Ja, man könnte, ne, an guten Tagen in der Sandskat-Runde unter Freunden, da könnte einem da mal 18 oder sogar 20 rausrutschen. Aber nicht hier und nicht, wenn Mittelhand schon 18 sagt. Viel zu dünn das Ding. Wir nehmen wieder raus, wir spielen wieder zurück, nicht auf den Partner schneiden. Und wie so oft, das war wieder eine gute Idee. 14 Augen. Zwar ein günstiger Abwurf, aber der kostet auch was. Der kostet nämlich, dass ich jetzt als Trumpf kurzer Mann da überstechen kann. Wir schon auf 28 stehen. Gut, und jetzt die Kreuz 8 im Abwurf. Also, wenn es nur ein Fünftrümpfer ist mit dem Kreuz Ass zu dritt, dann wird er Schwierigkeiten bekommen. Wenn es der Sechstrümpfer ist mit zwei Luschen und jetzt noch dem Kreuz Ass an der Seite, dann werden wir wahrscheinlich doch nichts bestellen können. Denn natürlich gibt es jetzt auch keine Fantasie, wo das Pik Ass unterkommen kann. Und da zeigt es sich: Alleinspieler nur noch Trümpfe in der Hand. Ja, wenn mein Partner den höchsten Trumpf noch hat, machen wir gleich noch einen Trumpfstich. Aber damit können wir in dem Fall natürlich keinen Blumentopf gewinnen. So, und schnell schreitet das Turnier voran. Bei mir bisher durchaus etwas dürftig die Kartenlage. Beide Spiele einigermaßen glücklich gewonnen, aber zwei kleine Spiele bisher nur. Jetzt wird eins eingepasst. Und da, jawohl, da geht's los. Das habe ich mir doch gewünscht. Die Findung, naja, daran arbeiten wir noch, ne? Aber ich denke mal, die Karo Dame langt hier als Verstärkung für den Grang. Wenn Karo zu dritt sitzt, kann man auch den natürlich mal verlieren, weil du vier Stiche abgibst. Aber letztlich, ich habe in Kreuz kein Bild, ich habe zwei Bilder im Keller. Da habe ich mir genug Kontrolle zugetraut, das Ding zur Not auch gegen drei Karos zu gewinnen. Auch eine Überlegung, Karo Unterzug, in der Hoffnung, Karo steht 2-1 und Kreuz steht 2-2 auf Schneider.
Aber letztlich hatten wir es auch demnächst schon mal gesehen. Du kannst so ein Spiel natürlich dann auch mal damit an die Wand fahren, wenn Karo zu dritt dagegen steht. Und das wollte ich also nicht riskieren. Also erstmal den Buben geholt, Karo König fliegt. Einerseits schön, damit ist es unverlierbar. Andererseits sinken die Schneiderchancen. Jetzt natürlich nochmal geschaut, aber logischerweise ist jetzt die Karo 10 bestellt. Ja, und dann werden sie wohl rauskommen. Oh, es sei denn, Kreuz 10 gibt natürlich wieder ein bisschen Hoffnung. Kreuz 10 war natürlich eine gute Schmierung, wenn jetzt nicht Kreuz alle in einer Hand sitzen. Und das tun sie nicht. Kreuz sitzt nicht in einer Hand. Damit hat Spieler 1 mir hier ein bisschen geholfen. Natürlich nicht mit Absicht, sondern unbewusst. Aber aus Kreuz 10, König, Dame, die Schmierung, die war in meinem Sinne. Und dann wurde es doch noch was mit dem Schneider. Also, ein fettes Ding. Und schon sieht die Statistik ganz anders aus. Schon klopfe ich bei Spieler 1 an und habe über 400 Punkte liegen. Kriegt ja auch schon drei von der Seite. Und richtig toll wäre jetzt natürlich gewesen, gleich noch so ein Anschlussspiel. Ne? Davon träumt die kleine Koralle. Erst ein schönes, fettes Spiel und dann gleich noch so eine Serie damit starten. Aber es ist ja nicht immer der Fall. Und der Volksmund sagt ja auch zu Recht, nach dem guten Spiel sollst du passen oder kannst du erstmal beruhigt passen. Denn du hast ja erstmal ein paar Punkte mitgenommen. Und dann schauen wir erstmal wieder. Ja, zwei Trumpf nur, zwei Seitenasse. Wenn das kein sehr gutes Spiel ist, kann es durchaus Probleme geben. Trumpf 10 schon mal nach Hause bekommen, 14 Augen. Herz Lusche, da steht ja blank drauf. Also rauf, 25. Wo ist die Herz 10? Gedrückt oder in der Hand? Absticht rot. Nee, Abwurf. So, und Kreuz Lusche, Abwurf, Kreuz Ass Schmierung. Also ein Kreuz ist er auch nicht stark, oder er blufft hier und schmeißt aus dem Drilling ab, kannst du auch mal haben. Pik Ass ist jetzt auch eine Option, ne? Wenn er eine blanke Herzlusche hat, eine blanke Kreuzlusche, hat er meistens auch noch einen Pik. Aber letztlich, ich vermute natürlich, dass mein Partner noch mit dem Trumpf vollen vielleicht dahinter steht. Karo Bube beim Alleinspieler, Trumpf Ass bei meinem Partner. Und deswegen will ich eigentlich bei dieser Herzfarbe bleiben, weiter den Druck machen und vor allen Dingen, wenn er jetzt Herz Dame abschmeißt, habe ich eben auch noch die Herz 9, die ich bringen kann. Ja, und da passiert es nämlich auch. Pik 7 fällt ab und logischerweise kann man sich jetzt ärgern, warum habe ich nicht Pik Ass gezogen? Begründung hatten wir schon. Ich kann jetzt auch noch die Herz 9 bringen. Wir stehen schon über 50 und wenn das Trumpf Ass da zum Überschlag einlädt, dann ist ja auch noch alles fein. Oh, noch ein Pik, aber die Pik 10 auch nicht im Keller. Ja, das war dann wohl eine trumpfstarke Karte mit drei Buben und dem Trumpf Ass, aber in der Beikarte zu wenig. Vier Luschen in der Beikarte, Herz 10 zwar gedrückt, aber da sind jetzt einfach zu viele Augen gefallen. Also bisher einfach nicht der Tag von Spieler 3. Da fliegen ihm zweimal ohne Gegenreizung oder nur mit einer geringen Gegenreizung diese Spiele um die Ohren. Ja, so kann es eben gehen. Hoffen wir, dass mir dieses Schicksal erspart bleibt. Und jetzt so ein schöner Ansatz, ne? Da kann an sich alles draus werden. Und dann finde ich Karo König und 8. Und das ist natürlich so gesehen richtig bitter, als es meine beiden Karo-Vollen auch so ein bisschen entwertet, ne? Jetzt kann ich natürlich einen 5-Trümpfer Karo spielen, mit Herz Lusche, Pik Lusche gedrückt. Hoffen, dass Kreuz 2-2 steht, hoffen, dass Trumpf 3-3 steht, sonst ist auch noch ein Trumpf voller gefährdet. Aber das sind mir ein bisschen zu viele Wenn und Abers. Also da muss die Karte einfach zu glatt stehen. Das ist eben nicht so oft der Fall. Deswegen habe ich mich jetzt für eine andere Variante entschieden, den Trumpf schwächeren Kreuz 4-Trümpfer zu spielen, der natürlich eine viel stärkere Beikarte hat. Und dabei jetzt die Karo 10 in den Keller. Also 10 Augen haben wir liegen. Ja, und dann gucken wir mal. Und dann kommt Karo 7. Und das ist natürlich keine schöne Karte, weil da häufig schon so draufsteht, dass das ein Drilling ist. 7, 9 Dame wäre eine typische Eröffnung, ne? Aber trotzdem ist natürlich auch die Karo 8 keine Option, denn habe ich auch schon so oft gesehen, dann schnibbelst du da und plötzlich steht dann Trumpf doch ganz normal und Vorhand hat einfach mal einen Blanken aufgeschlagen aus drei Trümpfen und dann sticht er im zweiten Stich den Karo zurück. Also du kannst letztlich einfach nicht hier mit der 8 raufgehen und dir gegen eine Normalverteilung das Ding zersäbeln. Also habt ihr auch gesehen, bin ich ganz schnell raufgehüpft, aber nicht mit einem guten Gefühl, muss ich sagen. Und jetzt so ein bisschen mal Daumen drücken und zack, ist er weg. Scheiße. Scheiße und ärgern wäre die Karo 8 natürlich doch besser gewesen. Ja, und jetzt wird es natürlich schwer. Und ich glaube, die Chance ist schon
so schlecht, dass ich hier an sich schnippeln muss, ne? Macht natürlich die Tür auf, um das Ding wirklich komplett an die Wand zu fahren, wenn jetzt auch noch Pik Ass gleich gestochen wird. Klar kommt erstmal Karo, wird hinten vermutlich wieder gestochen. 15, 19, 26. So, wenn jetzt Pik Ass abhanden kommt, ist alles vorbei, hält aber. Pik Ass kommt erstmal heim. Aber es fehlen noch beide Trumpfvollen, es fehlt noch Pik 10 und Herz 10. Karo 9 macht noch einen Stich gegen die 8, also sieht nicht wirklich gut aus, ne? So, ich bleibe in Hinterhand, das ist erstmal schön. 32, also Spieler 3 hat wohl nur noch Buben. Herz oder Kreuzbube traue ich ihm noch zu. So, wenn der jetzt hoch festgehalten wird, ja, dann kann ich ihm meinen Karo 8 abschmeißen, aber wird verdammt schwer dann. Oh, Herz 10. Die nehme ich aber sehr gerne. Das ist doch plötzlich schon wieder der Brustlöser. Beide Vollen, die noch so ja, in der Schwebe hingen, habe ich hier einkassieren können. Und ja, damit steht das Spiel doch schon fast sicher auf Sieg, oder? Jetzt noch einmal Trumpf raus und es fällt auch noch blitzartig der alte. 51 Augen, jetzt noch einen Stich mit der Karo 9. Sind aber nur noch Bilder unterwegs. Also ganz easy plötzlich das Spiel gewonnen. Ja, und das sind die Momente. Dafür macht Skat dann richtig Spaß, wenn du erst so denkst, jetzt gibt es aber eine richtige Klatsche und dann, hui, hinten raus, hebt das Ding noch ab und wird ganz locker nach Hause gefahren. Und plötzlich stehe ich sehr gut da, 4 zu 0, 550. Ja, so kann es weitergehen. Und vor allen Dingen auch das Gefühl, drei Spiele waren doch ein Stück weit heikel, ne? Drei von diesen einfachen Dingern, die hätte man alle auch verlieren können. Also bisher bin ich hier noch gut im Rennen und da bin ich dann auch gut beraten, solche ganz windigen Ansätze einfach mal direkt laufen zu lassen und mich mit dem zu begnügen, was ich dazwischen drin so bekomme. Ja, Karo Ass ist eine Option. Ich habe es jetzt nicht gespielt, weil ich auch Pik frei bin. Da gibt es natürlich auch Fantasie in Pik, ein paar volle abzuladen bei meinem Partner. Herz aus der 10 zu dritt, an sich auch solide. Aber wie wir hier sehen, ist natürlich auch nicht immer optimal. Also Alleinspieler ist hier erstmal seine Herzlusche auf drei Augen losgeworden. So, Kreuz Ass Schmierung. Stück weit überraschend, dass mein Partner auch in Kreuz noch Stärke hat. Also definitiv wird der Alleinspieler dann in Pik stark sein. Das lässt sich ja gar nicht mehr anders deuten. Ja. War jetzt die Überlegung, direkt Kreuz König bringen und die Kreuz 10 noch bei meinem Partner suchen oder hier mal die Karte auch für meinen Partner ein bisschen klären mit der Karo 10. Letztlich ist es ein bisschen geraten und ja, jetzt hat tatsächlich der Alleinspieler alle drei Karos. Ich glaube, mein Partner könnte jetzt schon drauf kommen, dass die Karo 10 jetzt noch vom Ass flankiert wird. Also hier hätte er durchaus jetzt mit ein bisschen Vertrauen was laden können. Hat er nicht getan. Gut, jetzt heißt es Daumen drücken, dass der Alleinspieler tatsächlich noch einen Vierling Pik, den traue ich hinzu. Also ich glaube, die beiden Karos hat er ziemlich sicher gedrückt. Alles andere macht keinen plausiblen Gang mehr. Und dann müssen wir einfach hoffen, dass mein Partner die Pik 10 hat, ne? Dass das wirklich so ein etwas hohles Grangei ist. Herz Ass Lusche, eine Karo Lusche, Pik Ass zu viert und drei Bauern. Ja, das könnte er mal gemacht haben. Aber hier sticht er direkt drei Augen und ich glaube, das hätte er mit der Viererlänge ohne 10 nicht getan. Das spricht eher dafür, dass er Ass 10 zu viert hat. Bestenfalls der Königstich noch bei meinem Partner sitzt. Und das sieht so aus, denn sonst wären die Karten wohl inzwischen schon aufgegangen. Ja. Zum Glück kann man sagen, selbst wenn ich jetzt das Karo Ass treffe und mein Partner da die Kreuz 10, hat er sie überhaupt? Ja. Durchlädt, hätte es auch nicht gereicht. Dem Alleinspieler gereicht es zum Sieg, dass er in der Hinterhandposition mit dieser Herz-Ass-Lusche sitzt und dass er die immer irgendwie ganz günstig los wird. So, das sieht doch ganz erfreulich aus hier im 17. Spiel. Drei Asse, zwei Bauern. Ich krieg's für Passe, Passe und ich finde das vierte Ass. Ja, auch wieder so ein Ding, ne? Vier Asse, aber hohl, also ohne 10. Zwei Bauern, aber eher so die dusseligen Bauern. Ne? Die Mittelbauern hätten die Geschichte schon deutlich stärker gemacht. Wenn ich so halt angespielt werde, einen Buben ziehe, dann gebe ich ihm halt beide Bauernstiche ab. Also es fehlt ein bisschen die Kontrolle, aber dennoch, der Fünftrümpfer sieht mir auch nicht stärker aus und natürlich vier Asse, zwei Bauern, keine Gegenreizung, dazu noch zwei Bilder gedrückt. Komm, der wird ja wohl irgendwie als Grang halten, der muss einfach als Grang halten.
Na, jetzt Einschub ins blanke Herz Ass. Durchaus ein bisschen mulmiges Gefühl. Weil ich glaube, den muss man dann immer irgendwie mit Buben rausspielen. Ne? Na gut, schauen wir mal. Auch nicht gut. Nicht wirklich gut. Geht aber hier natürlich rasend schnell bei mir. Ich kann nicht schnippeln. Ne? Zu doll die Gefahr, zu groß die Gefahr, dass mir danach erstmal Karo 21 abgestochen werden. Also rausnehmen auf 18 Augen und dann trotzdem Bube raus. Wenn die Jungs verteilt hüpfen, ist das Spiel sofort gewonnen. Tun sie aber nicht. Das ist schlecht. 14 Augen. Dann fliegt die nächste 10, 28. Karo 10 kann ich natürlich auch nicht mehr kontrollieren. Zack, und schon nach vier Stichen haben sie alle vier Zehner nach Hause gebracht. Also die Vollen werden wohl 4 zu 4 ausgehen, aber das gefällt mir natürlich nicht. 48 schon liegen und ich habe noch ein bisschen zu viel hier in der Abgabe. Eieiei. Kreuz König könnte helfen, wenn jetzt Kreuz 1 zu 1 verteilt steht. Ja, denn wenn ich jetzt angespielt werde und es kommt Kreuz und es steht 1 zu 1 und das ist natürlich wieder der Brustlöser. Also, da hat Spieler 1 durchaus, denke ich, ein bisschen mitgeholfen. Wieder für mich optimal gewimmelt. Kreuz 10 ja noch vertretbar, aber danach aus König, Dame den König hinterher. Na, er hätte hier auch Herz, Dame schmieren können oder Herz, König. Dann hätte mich wahrscheinlich Spieler 3 in eins meiner blanken Asse eingespielt und dann verliere ich noch beide Kreuzstiche und das Spiel wäre hinüber gewesen. Also, durchatmen. Da ist der Kelch mal wieder an mir vorübergegangen. Da sieht man einmal mehr, es wird beim Skat immer schwer. Ne? Leichte Durchmärsche, die gibt es zwar auch, aber sie sind eben selten. Und auch hier jetzt ein sehr schöner Ansatz, aber erstmal wieder eine 22er Gegenreizung aus Hinterhand, die mich natürlich ein bisschen warnt. Aber letztlich, da muss ich wohl reinschauen. Ah, und die Pik 10. Die Pik 10 verstärkt das Blatt hinreichend gut für einen Grang. Ja, und dann Herz Dame, 22er Reizung, ne? Das stinkt schon wieder nach Abstich. Ja, und wenn es richtig knüppeldicke kommt, also ich gehe natürlich nur mit der 10 rauf, Karo Bube, okay, schon keine Überraschung mehr. Wenn es jetzt richtig knüppeldicke kommt, kommt jetzt ein Pikbild und vorne wird auch vorgestochen, dann hast du den Jackpot gezogen, ne? Wenn du diesen Grang jetzt hier verlierst. Ah, zum Glück kommt Kreuz Ass und alles wird gut. Stechen. 16 Augen, Buben abziehen, 20 und jetzt einfach noch die vier Vollen hinziehen. Ja. Karte sitzt hier durchaus ein bisschen unrund. Das war ja auch anzunehmen aufgrund der Reizung. Aber das Spiel musst du natürlich trotzdem als Gang machen und du wirst es ja auch meistens gewinnen. Aber immer wieder so ein bisschen, na, das wird immer so ein bisschen pieksig hier. Trotzdem stehe ich jetzt sehr gut. 6 zu 0, 750 knapp bei Spiel 18. Also kann ich sehr, sehr zufrieden sein. Bisher lauter gute Entscheidungen getroffen. Ja, da öffnen wir Linien, ne? So heißt es beim Schach. Beim Skat suchen wir die Vollen in Hinterhand, um sie freizuspielen. Gerade wo ich nur zwei Trümpfe habe. Herz natürlich auch eine plausible Eröffnung. Da kann ich jetzt nochmal nachsetzen. Wieder die Vollen in Hinterhand suchen, die Karte erklären, klären für meinen Partner. So, in Herz haben wir jetzt die 10 freigelöst. Es zeigt sich auch inzwischen, er hat Kreuz mit, er hat Herz mit. Sehr wahrscheinlich wird er entsprechend keinen Pik haben, also mein Pik Ass brauche ich jetzt nicht mehr aufbewahren. Andererseits kann ich die Hoffnung jetzt auch gleich mit abgeben, denn das Blatt ist einfach zu stark in der Beikarte. Ass 10. König in Kreuz und Ass Lusche in Herz plus 5 Trumpf, das hat leicht für uns gereicht. So, hier habe ich einen interessanten Ansatz. Ne? Kann ein Kreuz werden, kann ein 0 werden. Also auf jeden Fall bis 0 würde ich ihn reizen. Ja, und ich kriege ihn bei 23. So, dann bin ich mal gespannt. Gut. Der erste Blick hat so auf Richtung, in Richtung 0 geschielt und das war natürlich dann kein Treffer. Aber im zweiten Blick, der Pik Bube ist die Verstärkung, die es braucht, um ein recht manierliches Kreuzspiel hinzubekommen. Ne? Natürlich, Karo Ass 10 nur die 7 dabei, auch auf Herz können natürlich mal 21 fallen. Gegen 4 Trumpf kann der durchaus ausgesprochen heikel werden.
Aber ich kriege die Herz 10 zum Vorstich und das deutet immer auch so ein bisschen schon darauf hin, dass trumpfartig verteilt ist. Muss man sagen, sonst wird meistens ein bisschen geknausert mit den Vollen. Deswegen spiele ich hier auch ganz locker nochmal Trumpf raus. So, fehlt nur noch ein Trumpf. Alles wieder stechen. Letztes Hindernis. Wie steht Karo? Auch ganz artig. Also, da war tatsächlich nichts los. Den konnte ich mal so auf ganz einfach spielen und dann auch deutlich gewinnen. Und damit stehe ich bei 820. Ganz, ganz gut. Darf so weiterlaufen. Wir sind dann auch schon auf der Zielgeraden dieser Serie. Jetzt kommt hier nochmal ein Grang um die Ecke ohne Gegenreizung. Naja, macht natürlich dann auch nicht so viel Hoffnung. Ja, jetzt, ich frage mal in die Runde, was machen wir mit Karo König? Eben fiel die Karo 8. Ja, ne? Also eigentlich kann er nicht vier Karos haben, ne? Habe ich mir gedacht, weil dann würde er ja nie den König spielen. Das wäre ja dann die dusseligste Karte, ne? Wenn er 10 König, Dame 9 hätte, ne? Dann müsste er an sich die 9 erst spielen und wenn ich den tauche, um das Bild zu bekommen, hätte ich danach wenigstens mit der Karo 7 keine Rückschubkarte, ne? Von daher denke ich mal, mein Partner wird noch eine Karo Dusche oder bestenfalls die Karo Dame mithaben und bin jetzt hier untergeblieben, um eine volle Schmierung zu bekommen. Also ganz leicht habe ich es mir nicht gemacht, aber letztlich habe ich mich so entschieden. Ja, und warum spoilere ich hier schon so ein bisschen? Weil jetzt passiert das. Herz 7, also tatsächlich, es ist die Viererlänge Karo. Ja, und dazu habe ich schon Rätsel gemacht, dazu habe ich schon Videos gemacht, gläserne Karten, so und so. Das könnte dieser typische Drei-Stiche-Abgabegrang sein, ne? Drei Buben, eine Viererlänge ohne dem Ass, dann vielleicht eine Blanke und noch einmal Ass Lusche. Das sind dann jedenfalls so die Konstellationen, die du dann schlagen kannst. Und da fasse ich mir natürlich an den Kopf, dass ich jetzt hier diesen Karo König, diesen. Ja, ich weiß nicht, ob es ein bewusster Bluff war oder mehr so aus Versehen, dass ich den nicht rausgenommen habe. Ja, jetzt kriege ich natürlich nur die Lusche, habe auch keine Rückspielkarte mehr. Herz Ass rein. Wenn ich den direkt rausgenommen hätte, hätten wir jetzt 26. Dann muss ich natürlich in diesem Szenario immer die 21 suchen. Und die kann ich ja überhaupt nur mit dem Pik Ass suchen. Und vor allen Dingen wird der Spieler ja auch niemals die 10 oben haben, selbst wenn er sie zu dritt hat. Also noch eine zweite 10. Mit einer Lusche an der Seite, das wäre ja niemals ein Grang. Also spiele ich das Pik Ass und wir kriegen auch da die 21. Wir wären jetzt tatsächlich auf 47 stehen und ich hätte die Karo 7 noch in der Hand. Und jetzt dämmert mir natürlich, es wird nicht gehen. Ne? Es sei denn, der Spieler hat wirklich eine absolute Raupenkarte und hat jetzt tatsächlich nicht noch irgendwie Ass Lusche in der Seite, sondern irgendwie noch, keine Ahnung, eine 10 im Keller und einen bestellten König oder so in Kreuz. Aber wie soll das gehen? Kann eigentlich nicht gehen. Also spiele ich Herz Lusche. Ja, wir kriegen tatsächlich noch die Kreuz Lusche. Und guckt euch das mal an. Guckt euch diese Verteilung mal an. Was war denn Karo König bitte für ein Zug? Ne? Wenn er die Dame spielt direkt und ich raufgehe, kriege ich das Ass geschmiert, 25, kann den 21er Zug setzen in Pik, 46, kann den Rückschub spielen mit der Karo Lusche und wir kommen trotzdem nur auf 59, weil wir auf Kreuz nur 13 Augen bekommen. Also das Spiel stand an sich in jeder Variante auf Gewinn. Ganz korrekt ist es übrigens zunächst, die blanke Pik-Lusche rauszuspielen, aus Alleinspielersicht. Denn dann müssen wir einmal mehr antreten und er kann seine Ass-Luschen-Karte, diese Kreuz-Lusche ist die entscheidende Karte, die kann er meistens günstiger verwalten und loswerden. Und er hat es jetzt wirklich, er hat uns mit dem Karo-König, wenn man so will, die einzige Siegchance gegeben. Aber ja, ihr habt es gesehen, auf die Idee bin ich nicht gekommen. Und trotzdem knabber ich natürlich an dem Ding so ein bisschen, denn das war hier definitiv das erste Mal, dass ich mich falsch entschieden habe. Ja, dass da auch so ein bisschen dann der Riecher irgendwie gefehlt hat, weil letztlich man kalkuliert oder muss ja auch immer ein bisschen mit der Dusseligkeit seiner Mitspieler kalkulieren. Aber ganz ehrlich, hier im Finale, das habe ich ihm einfach nicht zugetraut. Ja, jetzt kommt, glaube ich, wieder ein Spiel, was weniger spektakulär ist. Ja, da kann ich auch mal Kreuz Ass spielen, ne? Ich habe nämlich keinerlei Idee, wo ich das sonst unterbringen soll. Und aus dem gleichen Grund kann ich auch direkt die Kreuz 10 hinterher spielen, obwohl ich fast nicht mal glaube, dass sie läuft. Denn die Kreuz 9 kam von Spieler 3 und nicht die 7. Wenn da die 7 gekommen wäre, wäre es auch noch plausibel, dass er
den Drilling hält, wo die 9 kommt, hat er wohl eher nur den Zwilling und dann ist davon häufig eben die Dame gedrückt. Ja, so ist es auch. Und mein Partner muss noch einmal mitbedienen. Aber wie gesagt, was soll's? In Herz und in Pik kriege ich den Vollen auch nicht unter. Kreuz Dame war übrigens nicht mehr gedrückt, also gar kein Kreuz gedrückt, sondern dann wohl irgendwo zwei Piken vermutlich, ne? Oder zwei Herzen. Ja, war natürlich dann nichts zu holen hier in diesem Spiel. Gut, muss man sagen, Spieler 3, der steht ja auch immer noch im Minus. Also seht das bitte auch nicht so, dass ich immer versuche, die Spiele kaputt zu reden oder so. Es geht mir hier wirklich immer nur um den sportlichen Anspruch, beste Züge zu finden. Natürlich, Spiele, die nun mal auf Verlust stehen, die möchte ich auch gerne umbiegen. Das gehört dazu, aber nicht etwa aus Missgunst, sondern ja, weil ich einfach hier diese Rätsel lösen möchte, ne? Jedes Skatspiel ist quasi ein kleines Rätsel. Und weil du eben nicht alle Informationen hast, weil du nur mit einem Bruchteil der Informationen in so ein Rätsel überhaupt reingehst, gehört natürlich ganz viel Spekulation dazu und auch ganz viel Chancen, es einfach falsch zu machen. So, was ist denn hier jetzt passiert? Haben wir vielleicht eine kleine Chance? Denn ich habe den letzten Buben, ich habe zwei Herzen jetzt hochgespielt bekommen. Was hat Spieler 1 da gemacht? Auik jeden Fall, mein Partner wirft Pik König ab. Ja. Und jetzt Karo König, das ist ja Abwurf einer Stehkarte, ne? Also ich glaube mal, Spieler 1 steht noch in der bestellten Pik 10. Ja, aber es nützt uns nicht, denn er hat Karo 21 gedrückt, ne? Das hat ihm, glaube ich, gerade noch gereicht. Ja, gewinnt mit 65. Also 21 im Keller, die bestellte Pik 10 in der Hand gehalten. Die haben wir zwar rausgeeist, aber es langt doch nicht. Hatte ein paar volle zu viel. Und so gesehen auch Spieler 1 liegt inzwischen wieder richtig gut im Rennen, kurz vor 800 Punkte. Ich habe schon 800 Punkte. Ja, und der Anschlusstreffer gelingt mir hier nicht mehr. Was heißt der Anschlusstreffer? Der Abschlusstreffer klappt nicht. Ich schaue hier mal wieder auf vier Könige und ja, weiß ich auch nicht. Irgendwie, seit wir so oft Sandskat spielen, habe ich das Gefühl, ich sehe am laufenden Band irgendwie vier Könige. Ich weiß nicht, ob ich mich da täusche oder ob ich schon paranoid werde, aber ich sehe sie jedenfalls öfter, als ich die vier Buben sehe. Sagen wir es einfach mal so. Ist einfach jetzt mal so mein Gefühl in die Runde. Ich neige eigentlich nicht dazu, zu klagen beim Skat, wenn dann auf dem Level, was ihr gerade gehört habt. Aber diese heiligen vier Könige, da sind sie also wieder. So, guck mal hier. Bis dahin lagen wir gar nicht so schlecht im Rennen, nach dem 21er Stößchen in Herz. Aber jetzt hat mein Partner da die Null-Augen oder die Zwei-Augen übergestochen und bringt Pik Dame. Das heißt, es gibt nichts mehr. Kein Trumpfstich und auch Pik Ass 10 muss jetzt an sich beim Alleinspieler sein. Alles andere macht wenig Sinn. Und dann haben wir also auch hier den guten Kampf gekämpft, aber umsonst. Ich gebe schon mal pro forma auf. Und meine Analyse ist hier durchaus zutreffend. Ja, und damit habe ich die erste Serie überstanden. Wie gesagt, ausgesprochen glücklich, hätte auch ganz anders ausgehen können. Paar Mal ganz gutes Näschen gehabt. Ja, Spiel 21 dann auch wiederum nicht. Da hat Spieler 1 richtig Glück gehabt. Spieler 3 ein paar Mal ohne Eigenverschulden richtig auf die Fresse bekommen. Naja, wie beim Skat eben. Ja, und dann würde ich sagen, für heute verabschiede ich mich und demnächst gibt es dann die Fortsetzung Serie 2. Ja, und mal schauen, ob es so weiterläuft. Bis dahin wünsche ich euch jedenfalls ein gutes Blatt.